Leute, heute kann Timo einfach nicht verlieren und damit willkommen zu einem neuen SML-Spieltag Nummer 7. Und zwar geht es ran gegen den dritten Platz und gegen Bobo und Scully. Und, wie viele sind wir? Platz 5, 6? 6? Ja, klingt nicht schlecht. Ich glaube 6 sind wir, glaube ich. Hallo Leute, Timo ist auch dabei. Hallo, that's me. That's me, richtig. So Leute, es geht ab. Wir müssen heute gewinnen. Wir wollen auch ein bisschen, wir sind sogar Platz 7 von 10. Wir wollen Team Mauni ein bisschen Schützenhilfe geben. Also wir können auf Platz 5 springen, wenn es mich nicht ganz täuscht. Wir wollen Team Mauni Schützenhilfe geben, weil die sind aktuell auf Platz 4 und wir lieben natürlich die Jungs von Team Mauni, ne? Nee, ich hasse die. Okay, wir gehen auch einfach mal auf das Team ein. Ich habe das Team nicht gebaut, ne, im Vorfeld. Also Preston hat mir zwar alles erklärt, aber Preston wird heute hier wahrscheinlich eher die Zügel in die Hand nehmen, weil ich hatte leider heute keine Zeit beim Team mit denen dabei zu sein, deswegen, ich will euch nur schon mal vorwarnen. Ne? Genau. Deswegen, wenn das Team trash ist, könnt ihr alles um mich machen. Das Team wird sehr, sehr lustig, sagen wir es mal so. Wir hatten Bock. Also ich hatte Bock. Okay, so, schauen wir uns den Team an. Wir haben im A-Tier, S-Tier, A-Tier? A-Tier. Im höchsten Tier, Shadrago, Turtok und Jutesto. Turtok dürfen die nicht mit Hausbruch spielen. Shadrago ist übel gefährlich, der hat Rohgewalt, nicht Rohgewalt, wie heißt es? Rauhaut. Rohgewalt kann er auch haben. Aber ja, auch, aber Rauhaut ist schon, ich weiß nicht, was gefährlicher ist. Kommt wahrscheinlich immer drauf an. Was ob, glaubst du, ob offensiv oder defensiv halt? Jute? Ob offensiv oder defensiv, genau, ist halt genau die Frage. Bro, den hätten wir gerne gehabt. Der ist so nice. Holy der shit. Der ist auch richtig gut gegen uns, Alter. Das ist nicht gut, dass der gut gegen uns ist. Aber das ist ein Knall, das ist Ernie. Da Lola Diktri haben wir auch selber schon Erfahrung mitgemacht. Der ist auch sehr, sehr gut. Ich glaube, der war auch gut gegen uns, ne? Ja, der ist auch gut. Ja, dann haben die Rosanna und Illumise. Der ist broken gegen uns. Wie bitte? Rosanna ist gut gegen uns und Illumise ist auch vor gut. Vor Illumise hast du auch extrem Angst. Und vor ja, dem Rest gar nicht mehr, oder was? Redikant, Knuddelung. Ja, Redikant ist halt gut gegen Pyroleo. Wigglytuff sehe ich nicht. Zwölfens könnten sie vielleicht mitnehmen. Ja. Dieser Knoss wahrscheinlich nicht unbedingt. Könnten sie aber machen. Ivitak ist trash und. Ja. Kickalo ist lustig. Der Käsehase. So, gehen wir mal auf unser Team ein. Denn ich dachte mir, hey, lass mal Hyper Offense spielen. Das wird bestimmt gut klappen. Kein defensives Pokémon mitzunehmen. Das wird klappen. Fokusgurt, Fernantor, Stachler, EQ, Explosion, Eisspitter. Liegen wir mit Glalie? Kommt drauf an. Könnte man machen wegen Alola Diktri. Ist das immer ein bisschen nervig. Aber wir haben auch in der Fokus, dass wir nicht geflincht werden von Iron Head, was nice ist. Ja. Absol, Life Orb, böllert rein. Haben keinen Switch-In, die werden irgendwo eine Anti-Feenbeere spielen, weil wir Knuddler haben. Vielleicht auf Geotest oder so. Plus 2, böllert richtig hart rein, kann komplett alles zerstören. Ja. Die haben keinen Unlicht-Pokémon, deswegen ist Mitodos broken. Deswegen also, auch Thumbnail und alles. Na? Genau, weil Mitodos wird alles zerstören. Denn wir haben immer gesagt, wenn der Gegner kein Unlicht-Pokémon hat, dann wird dieses Set zerstören. Mal schauen, ob das heute klappt. Dann haben wir noch Pinsir mit der Seilkabere, Schwertanz-Ausdauer, man kennt das Set, GPL-Meter 3.0. In der SML wird schon klappen. Nee, also es ist echt ein solides Set gegen die. Kann richtig, richtig gut sein. Auf plus 2 ballern wir richtig viel um. Erdbeben und Abschlag. Wir haben überlegt, ob wir Steinkanne statt Abschlag spielen. Ich habe am Ende Abschlag gesagt. Da habe ich sogar noch was reingeworfen. Aber kam nicht mal durch. Ja, ich habe halt Abschlag gesagt. Mal gucken, ob es ein Fehler war. Aber ich habe auch gesagt, wenn am Ende Steinkante wichtig ist, dann darf ich im Video zu Present sagen, Present, ich habe es dir gesagt. Ja. Dann haben wir hier Heilspray Pyroleo mal wieder. Und die Sache ist, dass sowohl Schallwelle als auch die Standpauke das aktiviert, weil die haben ja Zwirfins, das heißt, wir können dagegen die Schallwelle drücken. So können wir aber auch mit der Standpauke das aktivieren, was ganz nice wäre. Und Nitro-Ladung, damit wir nicht so einfach von Alola Diktri Revenge-Killed werden, also wenn wir auf plus 1 Initiative kommen, der kann auch super nice sein. Und zu guter Letzt noch Bizarro-Raum Banette. Der ist tatsächlich echt stark gegen die. Und wir haben dadurch einen Spin-Blocker, wodurch Turtok keinen Turbo-Dreher einsetzen kann, was nice für unsere Stachler ist. So, und das ist unser Team. Toxin, by the way, wichtig für dieses, wie heißt das Ding? Wusstet ihr schon, Downy's Favorit, man kennt's. Na klar wusste ich das, so. Ja, genau, Toxin ist wichtig für, wie heißt der nochmal? Illumise. So, auf geht's, Leute, wir haben sie gechallenged und wir sind im Game. Ah, das ist tatsächlich Illumise, crazy. Ich hab bei mir Sounds an, Alter, was denn da? Dieser Knospe ist auch dabei, okay? So und Firo ist dabei. Okay. Ich hab gesagt, Firo ist trash, ne? Warte, wo mach ich die Sounds aus, Present? Rechts um die Ecke. Sag jetzt. Das wird letztendlich. Es wird mich in den Hintern beißen, dass ich gesagt habe, dass Firo trash ist, glaube ich. Dass wer trash ist? Firo, also Ivitak. Ja, das hast du die ganze Zeit gesagt, ne? Ja, richtig. Wen haben die nicht dabei? Alola Diktri haben sie nicht dabei. Yo. Ja, lass uns einfach. Ich sag, Glalie, wir liegen hier mit Glalie. Let's go. Ja, der ist knackig.
Let's go. Also Glalie, direkt die Stachler auslegen. Ich meine, die könnten auch locker einen Hero haben. Die wollen Sunny Day mit Bisaknoss spielen? Sunny Day auf Illumise? Könnte sein. Illumise ist halt auch gut wegen Zugabe, deswegen. Mm. Du weißt, Zugabe wegen Mythodos. Wir müssen Illumise wegbekommen. Wenn der weg ist, dann sieht Mythodos halt unfassbar gut aus. Die also haben, Sunny Day kann gut möglich sein, ne? Ja, Timo, die haben Rosanna nicht dabei. Ich hab keine Ahnung von deinem Team, Alter. Du tust ja so, als wäre ich jetzt so, yo, Bro, Rosanna nicht dabei? Timo, oh, überleg mal, wie Psychic-Types gegen uns waren. Ah ja, Groink, Kokowai, so, ne? Schau mal, ja, wie ja, das doch, im Teambuilding war. Und dann stell dir jetzt vor, Rosanna, der auch noch super schnell unterwegs ist. Ja, sehe ich schon. Also, der war sehr, sehr gefährlich im Teambuilding, finde ich. Und deswegen, ja, ja, wir lieben, wie gesagt, mit Laylee. Der hat ein solides Matchup, auch gegen das meiste. Wir können gegen das meiste Stachler drücken, was halt auch ganz cool ist. Wir haben Eisattacken gegen Shadrago, gegen Ibitak, gegen Bisaknosp. Also die drei wollen eigentlich nicht leaden. Mhm. Gegen Turtok werden wir einmal Stachler drücken und danach einfach exploden. Damit er halt nicht Spin drücken kann, weißt du? Ja. Und dann bekommen wir auch ordentlich einen Chip. So, wer kommt raus? Drudigon. Ja, ich würde sagen, wir spiken einfach. Wir spiken, ja. Ich glaube, die bleiben sogar nicht mal drin. Ich glaube, die bleiben drin, weil sie auch mit Spikes wahrscheinlich rechnen werden, wenn wir schon damit leaden. Ja, oh, was, wenn die subben? Bricht Ice Shard den Sub? Ja, oder? Ja, 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 ja. Okay, gut. Also ich gehe davon aus, dass sie hier Rocks drücken. Und Rocks sind nervig für uns. Weil wir keinen Spinner haben. Naja, ja. Ich habe, wir haben halt Taunt nicht im Set. Gerade. Ja, ging ein bisschen schwierig in dem Team. Die Sache ist, wir haben Taunt nicht im Set, weil Taunt war ein bisschen schwierig zu fitten. Wenn sie, vor allem, wenn sie Alola Dictria haben, ja, da kommen die Tarnsteine. Die haben keinen, ah doch, die haben Turtok, genau. Wir gehen weiter für Spikes, ne? Ja, wir gehen weiter für die Spikes. Die Sache ist halt, die müssen selber, also für uns müssen sie auch defoggen. Die haben halt Defog Illumise, soweit ich weiß, kann der das. Und kannst du mal nachschauen, sicherheitshalber. Ja. Blastoise, okay. Gehen wir raus in ja. Banette, ja, oder? Safe. Ja, ich würde sagen, Banette, let's go. Ich meine, wir können auch ins Gesicht exploden, aber... Wollen wir das auch machen? Das können wir eigentlich auch machen. Ich sag, zwei Ladungen Spikes sind schon geil. Ja, Banette ist auch nice, natürlich. Aber also Explosion jetzt, und dann im Banette? Oder, nee, ja, okay, ja, nee, ist eigentlich egal. Nee, dann würde ich was anderes geben. Ja, ja, true. Wie viel macht Explosion? Kalt mal ganz kurz. Weil wir verlieren halt unseren Fokus-Sash safe, wenn wir jetzt einfach Spray. Hast du es importiert, das Team? Nee, hab ich nicht. Das könntest du einmal bitte machen, das wäre ja. Aber siehst du mein Punkt? Wir verlieren unseren Fokus-Code und ich sag, Lady wird dadurch ein bisschen trashiger. Ja, aber der ist halt relativ schnell unterwegs, das darfst du auch nicht vergessen. Ja. Explosion macht halt gegen Fizzdev 42-50%. So gegen Blastoise. Ja. 42-50%. Ja. Ist halt die Frage, wollen wir wirklich exploden? Ich sag Explode. Aber warte, lass uns schon mal überlegen, was wir dann machen. Gehen wir dann raus in Mythodos und gewinnen? Nein, können wir noch nicht, weil sie diese Illumise haben. Achso. Ich überlege halt, ob Banette besser ist. Weil wir können später das nochmal machen. Ja, okay, dann gehen wir raus in Banette, wenn du das sagst. Du hast das Team gebaut, du sollst mehr die Zügel in die Hand nehmen. Ja, Explode. Und dann gehen wir in Pyro. Was ist denn Pyro-Antwort? Die haben tatsächlich keine gute Pyro-Antwort. Wenn wir dann auf plus 1 sind, können wir einfach Hyper Voice drücken und dann gewinnen wir. Ja, ich glaube nicht, dass wir noch schon mit dem gewinnen. Aber ja, wir können später mit dem der gewinnen. Der Einzige, der dann reinkommt, ist wahrscheinlich Drudigon und der kriegt auch insane viel Schaden. Also einfach Exploden und dann Pyro und Hyper Voice. Nee, aber in Pyro würde ich halt noch nicht gehen. Dann gehen wir raus zu Banette. Ja, okay. Okay. Ich habe also, viel zu lange gebraucht. Ja, wir haben viel zu lange gebraucht. Ja, ist egal. Wir toxicen den halt einfach. Ja, okay. Sehe ich. Oder Trick Room. Wir Trick Room hier, glaube ich. Ja, sehe ich auch. Aber dann burnt er uns, ne? Ja, ist egal. Ist der Trick Room so essentiell wichtig gerade? Ja, wir sind halt schneller als alles dann. Ja, und dann setzt ihr nochmal Scald ein, dann haben wir noch 20% und dann sterben wir nach dem nächsten Move. Ja, ist das nicht eher toxic und dann. Ja, einfach toxic. Oh, wir haben ich habe die Nicknames vergessen. Oh, traurig. Ja, toxic, let's go. Ja. So, Burn kommt, man kennt ihn. Hat leider nicht viel gemacht. Ja, ist okay. Jetzt müssen wir ihn auch einfach sterben lassen, ne? Ja, richtig. Shadowclaw nochmal. Oder nee, Knockoff eher, wahrscheinlich. So, Shadow. Nee, ja, Knockoff, es war. Knockoff. Ja, das ist, glaube ich, nicht so gut geplayed. Wir hätten wahrscheinlich exploden müssen. Hätte er gesagt. Aber weißt du, was wir jetzt machen können? Exploden. Ja, glaub mir. Hä, was? Denn. Hör zu. Ich glaube, Explosion into Pyro Flame Charge könnte der Play sein. Meinst du? Vielleicht. Was wäre denn ansonsten schneller? Pharaoh. Also wir haben keinen anderen Play, weil wir wollen nicht, dass sie die... Ja, wir gehen einfach in Glalie. Wofür müssen wir Flame Charge drücken? Wegen Scarf.
Okay. Ich sage, das hätten wir schon längst vorher machen sollen. Ja, hätten wir auch so machen sollen. Na gut. War jetzt, ja. Ja, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. So, die springen jetzt. So, jetzt sind die halt in Range. Der Touch killt nicht mal. Ja, ist auch nicht. Ich dachte vielleicht, je nachdem, was für ein Set die sind. Ja. ja, wir müssen jetzt im Pyro rausgehen und Viper Voice drücken. Ja. Ja. Let's go. War auf jeden Fall stark gespielt von mir. Hab ich okay. gut angesagt. Geh für Hyper Voice. Gehen wir für Hyper Voice, ist die Frage. Ja. Ich sage, was ist denn so schlimm daran, wenn wir das machen? Ja, nee, wir haben schon eigentlich. Das ist eigentlich schon das Beste, was wir tun können. Wir haben mittlerweile schon so viel verloren. Ja, ja, die werden halt Turtok sacken. Ja, ist ja okay, dann sind wenn sie Turtok nicht sacken, sieht's unfassbar gut aus. Ja, ja, deswegen überlege ich halt gerade, ob Hyper Voice der Play ist. Ja, aber ja. Ja, ist es. Okay. Ja, ich sag jetzt einfach, du machst die Plays. Nein, ich will nicht die Plays machen. Sag's mir, weil mein Tag ist. Ja, ja, weil ich halt auch zu viel überdenke, weißt du? Okay, 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 okay. Und du siehst das Team halt. Okay, mit okay, weniger. Ja, ich glaube, manchmal ist es halt echt gut. Ja, ich sehe, was du meinst, okay. Weißt du, ich werde jetzt deinem Gut-Feeling trauen. Okay. Okay? Okay. okay. Ich vertraue dir. Selumise ist halt ein bisschen spooky. Also, das hast du mir sehr spooky. Okay. Drücken wir Fireblast. Warte mal ganz kurz. Gucken wir erstmal, was für ein also Set klar, das ist. Also klar, wir können erstmal schauen, wie viel Fireblast ihn macht. Ja, die sind wahrscheinlich Spidef oder so. Oder AD. Ja, Fireblast killt auch nicht mal, außer wir critten die. Also let's go, crit. Fireblast ist trotzdem der Play, sage ich. Ja, Fireblast ist auf jeden Fall der Play. Ja. Burn? Kein Crit. Super Power. Mal burnen können. Jetzt gehen wir aus dem Pinsir. Jetzt gehen wir in Pinsir und haben jetzt mit dem Spaß. Ja. Was machen let's wir? Go. SD, glaube ich, oder? Was, wenn die uns rausphasen? Ja, tun sie nicht. Die haben auch Superpower gezeigt. Ich glaube, die wechseln hier raus. Und dann gehen wir für SD. Ich denke nicht, dass sie hier drin bleiben, wo hier Dingens hier rauswechseln. Ich sehe gerade was auf Dings. Ja, okay, ist okay. Ist okay. Also ich denke nicht, dass sie jetzt hier drin bleiben, sondern ich denke, dass sie rauswechseln. Ja, selbst wenn sie drin bleiben, wäre das okay. Ja. Killed plus 2 EQ. Wobei, ist es okay wegen Stone Edge? Wegen was? Ja, nach Spike sollte das killen. Ist es okay wegen Stone Edge? Kann der Stone Edge? Der ist minus 1 Attack, ja, darfst du nicht vergessen, ne? Ja, stimmt. Ja, Sword Sense, let's go. Okay. Ja, doch, doch, wir überleben den auch ganz gut. Oh, ja, let's okay. go. Ja, die können jetzt Dingens haben. Scout lieber Razor. Meinst du Dings? Zugabe? Zugabe, ja. Also, mach's, machen wir. Wir müssen trotzdem angreifen, ne? Ja, wahrscheinlich. Dann drücken wir Knockoff. Jupp. Wir müssen halt hoffen, dass sie keine Zugabe haben. Dann hätten wir mit Duo-Ocean gewonnen. Dann wäre Duo-Ocean hier der Matchwinner. Press, ich hab's dir gesagt, jetzt im Video stimmt! Oh, viel zu gut, Alter. Das war übrigens das Szenario, warum ich gesagt habe, Present, lass Steinkante spielen. Nee. Aber ich sage, wenn wir jetzt in Zugabe gehen, ist. Ja, Present ist kein Argument. Du warst derjenige, der damals zu mir gesagt hat, du gehst immer in jedem Match davon aus, dass jeder ja. Move trifft. Das waren deine Worte. Sunny Day. Ja. Okay. Ja, ist halt trotzdem ein bisschen kritisch. Ja, ist okay, sage ich. Wegen dieser Knosp. Wegen Duo Ocean. Okay, Duo Ocean kann auch gewinnen, ne? Ja, aber ja, genau, Duo Ocean kann gewinnen, Timo. Was machen wir? Wir drücken Ender, um die Sonne auszustallen, oder? Nee, wir drücken einfach nochmal Knock. Nee, nochmal SD. Wir können die doch ausstallen, die Sonne. Hat der Meteorologe oder so? Die werden doch auf U-Turn gehen, oder nicht? Kann der U-Turn? Ja. Ich schau nochmal nach, bevor ich jetzt was Falsches sage. Ich meine, du hast dich um das Team gekümmert, ich schau nach. Wie heißt der auf Englisch? Illumise. So ein Loser. Ja doch, ich bin mir halt sicher, dass er das kann. Deswegen, ja, kann U-Turn, ja. Ja, ja. Dann, Knock-Off. Sind wir auf plus 1 in it schneller? Nee. Nee, niemals, oder? Niemals, nee. Nee, wir gehen für Knock-Off. Ja, Toxic. Ist okay. Eigentlich ist es nicht das okay, weil mit Endo hätten wir dann noch eine Runde Dings aussäuern können. Ja, richtig. Aber kann man jetzt nichts hier machen. Killed Ivy, so hat der Meteorologe? Weiß mich gar nicht, ob der hat Meteorologe. Ja, weiß ich nicht, ne? Ich schau nochmal nach, ob ich. Nicht alle Vorentwicklungen können das. Wäre sehr. Ja, random. Da kann Weatherball. Ja, ich wollte gerade sagen, wäre sehr random. Ich hab den doch sogar mal im Enyu gezockt. Ja. Aber wir haben ein speziell defensives Duo-Ocean, Timo. Ja. Wir müssen den angreifen, damit der. Ja, okay. Geht ein Firo. Wir drücken. Ah, wir können nicht Ender. Ja, wir können nicht Ender drücken, leider. Leider nicht. Dann drücken wir einen Knock-Off. Ja. Double Edge. Ja, okay. Jetzt gehen wir aus dem Absol, oder?
ab so schneller? Nee, ist nicht, ne? Nee, ist hängt nicht ab so Labersachen. Oder gehen wir in Dual Ocean? Das überlege ich halt gerade. Was haben die eingesetzt? Double Edge, ne? Sind die Bandit. Double Edge gegen Dual Ocean. Ja, wenn die... Ja, ist schwierig, sage ich gerade. Ohne Choice Band machen die 52 bis 62. Gehen wir in Absol und drücken Sucker Punch. Ja, ist halt die Frage, ob wir suckern. Ich glaube, wir gehen aber in Absol und drücken SD. Sterben wir dann nicht einfach? Ja, aber ich glaube, SD ist hier der Play, weil guck mal, Sucker würde den killen. Ja, aber was ist, wenn sie rauswechseln? Dann passiert was? Dann greifen wir halt das Mon an. Ich glaube halt, wenn wir SD... haben wir safe verloren, das ist dir bewusst, wenn die uns angreifen. Wenn wir Sucker einsetzen, haben wir nicht safe verloren. Ja, aber die können halt immer noch mit Firo dann reinkommen und revengen. Wen? Duauschen? Ja, ich glaube... Wenn wir kein Acid Armor drin haben, ja, aber wenn wir Acid Armor drin haben, nicht. Deswegen sage ich... Okay, wir suckern jetzt. Wir suckern jetzt. Ja, ich höre auf dich. Ich habe ja gesagt, ich höre auf dich. Aber verstehst du meinen Gedankengang? Ich sehe den Gedankengang. Ich habe das Gefühl, dass die jetzt rauswechseln müssen, aber... Aber ist ja okay. Und wenn wir es dienen auf dem Wechsel, ist das ein GG. Warum wäre es GG gewesen? Weil plus zwei Sucker alles killt. Ja, okay, sehe ich. Ist okay. Ja, ist okay. Weil wir können immer noch mit Duoshin jetzt Setup bekommen. Klar. Wir gehen hier für einen Knockoff, ne? Ja. Wir nehmen für Sucker, weil die killen uns... Ne, die killen uns wahrscheinlich nicht, oder? Ja, doch, ich geh mal schon von aus. Ah, die setzen jetzt Growth wahrscheinlich ein, ne? Ja, wir müssen knocken. Ja. Wobei, es dienen wir auf den Growth? Oh ja, das fühle ich. Die können uns ja nicht killen. Ja, doch, safe. Dann ist natürlich immer noch Sucker 50-50s, aber dann gewinnen wir halt mit dem. Ja, richtig. Dann sind wir in der gleichen, kommen wir trotzdem in die gleiche Ausgangsposition. Ja. Und killen können die uns ja nicht, deswegen können wir so oder so den SD hier drücken. SD wäre broken. Aber andererseits, wie gesagt, die können auch immer noch Sucker dann ausdornen und so, deswegen ist er nicht komplett broken. Mhm. Wir haben auch nur noch 7 Sucker, weil wir einen jetzt verbraucht haben. Ja. Aber ich sag, der ist banned, deswegen sind die rausgegangen. Ja, das denke ich halt auch gerade. Und deswegen, wir müssen mit Dual Ocean einmal Setup bekommen gegen Ivysaur. Okay, sie gehen auf Giga Drain. Und jetzt gehen wir für Sucker. Wir drücken immer Sucker. Wir sind schneller als Dradigon, oder? Ja. Okay, und schneller als Außerdem Full Speed. Also sind Full Speed, aber Full Speed spielen nicht gegen uns. Und wir sind schneller als Throne, ne? Ja, auf jeden Fall. Okay. Der died ja auch fast. Ja, auf jeden Fall, der ist super lahm. Hat 45 Speed, okay. Das heißt, wir müssen ja nur gegen den hier suckern. Und gegen Firo. Und Firo ist wahrscheinlich banned, gehen wir jetzt vom aktuellen Standpunkt aus. Okay, let's go. Haben wir jetzt dann nicht quasi... wir sind live auf. Ja, noch nicht. Richtig. Ja, müssen wir sein. Okay. Jetzt drücken wir Sucker Punch. Wieso gehen sie da rein so schnell? Haben sie Sub, Timo? Weiß ich nicht. Ja, wir müssen trotzdem suckern. Quick Attack. Oh. Okay, jetzt gehen wir in Dual Ocean. Aber wenn die Bandits sind, ist es nicht schlimm. Wir drücken Acid Armor. Ja, wir drücken Acid Armor. Okay, Timo. Jetzt ist die Time to Shine für Dual Ocean, Timo. Alles oder nichts. Alles oder nichts. Wenn die rauswechseln, haben wir doch gewonnen, oder nicht? Ja, nicht safe. Außer die critten uns mit Firo's Double Edge. Ja, das Problem ist noch dieses Throw, weil der kann ja Knockoff haben. Und der ist auch schneller. Aber ich glaube, wir gehen auf plus 6 halt gegen. Ja, klar, natürlich. So, plus 2 Verteidigung. Okay, komm schon. Throw kommt rein. Wir drücken nochmal Acid Armor. Nochmal Acid Armor, ja. Safe. Oder? Ja, safe. Ja, müssen wir. Wir sind halt Last Mon, die können nicht mehr Dragon Tailen, die können uns nicht rausphasen. Richtig. Okay, Timo. Okay, jetzt present. Oder nie, Timo, jetzt oder jetzt nie. Jetzt oder nie. Wenn du Ocean das jetzt machst. Das wär's echt. Ich hab zu Present gesagt, mach das Thumbnail und alles, bevor er sagt, aber was denn nichts macht. Ich hab gesagt, egal, die Leute wollen ja eh nicht gespoilert werden. Ja. Gehen wir für Recover, ja, ne? Ja, ich glaube, Recover ist ja der Play. Ja, denke ich auch. Wobei, ist es das? Wie viel macht Double Edge von Choice Band Firo potenziell auf Dual Ocean, aber das auf plus 4 ist ohne Eviolite? Soll ich nachschauen? Oder schaust du nach? Ja, du kannst jetzt auch schon können, aber ja, ich hab schon geschaut. Double Edge macht. Zu viel. Ist ein 39 bis 46. Denk außer noch plus 6. Ja, Recover ist ja der Play. Ja, schön. Okay, let's go. So, da darf jetzt uns nicht critten. Dann wir gehen jetzt nochmal für Acid Armor, ne? Genau. Ja, und jetzt drücken wir den Real Recover. Richtig. So. Sind wir auf plus 6. Sie dürfen nur nicht critten. Gehen wir nochmal auf Recover? Oder ist das Warte mal, wir gucken jetzt erstmal, ob wir alle killen. Nee, nochmal Recover ist nicht der Play.
Ja, wir müssen erstmal schauen, wie viel wir gegen Drudigon machen. Firo plus 6 Verteidigung killen wir. Drudigon killen wir. Beide Ladungsspikes liegen. Wir müssen einen Combined rausbekommen. Okay, also drehen wir jetzt einmal noch Combined. Und jetzt gehen wir für Recover und dann greifen wir an, ne? Ja? Ich überlege gerade. Ich glaube nicht. Ich glaube... Du sagst direkt angreifen. Sicher, dass dann Firo und Drudigon und Fro zu dritt nicht zu viel Schaden machen. Okay, wir recover noch einmal. Wir müssen recovern, glaube ich. 4,16%, Timo. Wenn er crittet, quitte ich Mons, okay? Okay. Nein! So, jetzt spammen wir Stone Power. Voraussichtlich. Let's go. Kein Crit. Weg mit dem. Nummer 1 ist tot. Die haben noch 2 Crit-Chancen. Ja. Wir besiegen Drudigon nach Spikes und wir besiegen Firo. Ja. Safe. Das ist ein GG für Dogen, wenn sie keinen Crit bekommen. Firo hat doch irgendwie eine Crit-Fähigkeit, oder? Super Luck. Nee, ja, nur Sniper. Grade. Sniper ist ja die Crit-Chance, oder? Ja, nee, Superschütze macht nur stärker. Okay. Mann, Timo! Ich will mich doch nicht freuen, weißt du? Wir haben uns schon so häufig gefreut in SMA-Kämpfen und dann trotzdem noch verloren. Ich will mich nicht freuen. Ich will mich auch nicht freuen. Aber, bitte. Die müssen jetzt in irgendwas reingehen. Drückt einfach. Ihr müsst auf den Crit hoffen. Außer die haben irgendeine krasse Strat, die wir nicht bedacht haben. Wahrscheinlich Claire, Drudigon wäre noch das Einzige, was in meinem Kopf drin ist. Ja, richtig, weil dann haben sie nur eine Parachance. Richtig. Wäre, glaube ich, auch deren Play, dass sie klar, natürlich, gehen und natürlich, da Crit. Können wir dann auch nicht irgendwie Soul Design, es wäre halt deren Play so. Ja, da braucht dann niemand sagen, so eklig von ihr, es wäre deren Play. Ich würde es genauso machen. Okay, Drudigon kommt rein. Ja. So. Wir gehen für Sword Power, ne? Drain Claw. Kein nicht. Crit. Life Orb, der ist Life Orb 4 Force. Der ist weg tot. Mit dem. Und jetzt nur noch Firo. Du bist sicher, dass wir den safe killen. Wir killen den safe, 100%. Sword Power, let's go. Let's go! Ich liebe mein Leben! Du Ocean! Let's go! Oh, also das Thumbnail passt viel zu gut. Ich bin so gut! Let's go! Ich war selten so gehypt, dass wir den Kampf gewonnen haben. Alter, Present, ich weiß nicht, was sagt der los ist. Ich kann, glaube ich, im Leben nicht mehr verlieren. Weißt du, da hat euch Razer einfach abgezaugt. Richtig, der Timo einfach. Der war's. Hab's gemacht, ne? Ja, ich sag halt am Anfang, wie gesagt. Ich sag gemisplayed von mir am Anfang und aber dann haben wir den Gameplan gesehen. Die Vorbereitung von dir war stark. Ja, weil, ne? Es war ein insanes Game. GG ist natürlich nochmal an unsere Gegner. GGs. Wir gehen damit nochmal höher in der Tabelle. Wie stehen wir jetzt? 3? 3-4, glaube ich. 3, 4. Was ist fein, absolut. Ist unsere erste Liga-Season. In Liga 1, ne? Ja. Das ist unsere zweite SMA-Season. Dafür schlagen wir uns nicht schlecht, würde ich sagen. Leute, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis dann und ciao. Ja, und ciao.